Sabine, bitte erklär uns, was mit Egoherz gemeint ist. Ja, heute Morgen habe ich gechannelt und gesehen, ich habe das erste Mal auch ein Egoherz gesehen. Das Ego ist ja im Nacken und produziert eine falsche Information, leitet die Menschen in eine falsche Richtung. Falsch in Anführungszeichen, denn der Lernprozess für die Menschen ist es ja, in seine Persönlichkeit reinzugehen und zum Ego zu sagen, halt, stopp, ich gucke jetzt, was meine Persönlichkeit ist, was zu mir gehört, schiebt dann das Ego zur Seite und geht seinen Weg. Dafür ist das Ego ursprünglich gemacht. Leider ist es so, dass bei den Menschen, bei vielen Menschen, über 70% des Ego, ich sage jetzt mal, der Bestimmer ist. Und heute Morgen habe ich das erste Mal gesehen, das Ego-Herz. Und zwar habe ich gesehen, dass vor ca. 720 Jahren die ursprüngliche Liebe, also die wahre Liebe, die wir in unserem Herz tragen sollten, dass die wie zerbrochen worden ist. Und das Ego ist dann präsent geworden, ist in das Herz reingegangen und somit ist das Ego-Herz entstanden, zu sagen, du musst mich glücklich machen, du bist dafür verantwortlich, du bist das, du bist das, du bist das. Was nichts mehr mit dem Liebe, mit der ursprünglichen Liebe zu tun hat. Heute Morgen habe ich dann für meine Schüler gleich den Ursprung auflösen können, was vor 720 Jahren war, dass die Menschen lernen, wirklich in die Liebe reinzugehen, in die wahrhaftige, in die Gottesliebe. Und nicht in die Ego-Liebe. Und wenn ich das jetzt nochmal vergleichen darf mit unserem normalen Alltagsleben, wo das Ego einfach vorne dran steht, wie die Menschen sind, immer mit so einem Gesicht nach unten, immer meckern über der andere, immer gucken, was der andere macht, sich selbst nicht leben, keine Lebensfreude in sich zu tragen und nichts in sich zu haben. Da sieht man mal, was das Ego macht. Ihr könnt ruhig mal reden, mal raus und guckt mal die Leute an. Gut, im Moment ist es blöd. Jeder hat eine Maske auf. Da sieht man vielleicht Gott sei Dank nicht, wie der Mund nach unten hängt. Aber man sieht es in den Augen, ob jemand so macht oder lacht, ob die Augen glänzen. Und das ist das Ego. Die Menschen werden geleitet von ihrem eigenen Ego. Ist eine Art von Negativität, wenn man nicht das Pakt rumzudrehen und in die Persönlichkeit reinzugehen. Und mit der Liebe ist es ja noch schlimmer. Ja? Die Erwartungshaltung der anderen, ich liebe dich, wenn du dich benimmst, der Vater, ich liebe dich, wenn du gehorchst, ich liebe dich, wenn du gute Schularbeiten machst, das hat alles überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Liebe kommt aus dem Herzen. Wir empfangen Gottes Liebe über unsere geöffnetes Kronenchakra, werden vollständig mit der Liebe und unser Herz öffnet sich und fließt zum anderen hin. Und der andere liebt uns auch und eine schöne Potenzierung von Liebe. Das andere ist Ego-Herz und das hat nichts mit Liebe zu tun. Und beobachtet euch mal. Also ich lege euch wirklich alle ans Herz, ans wahre Herz. Beobachtet euch, beobachtet eure Familie und ich bin jetzt ganz froh, dass wir, die Engel und ich, also wir, die Heiler, dass wir jetzt in den Ursprung gehen, wo dieses ganze Dilemma angefangen hat und dann wirklich in die wirkliche Liebe reinzugehen, in die wirkliche Liebe, was nichts damit zu tun hat, ob das Kind jetzt gut lernt oder ob das Kind bockig ist oder egal, was das Kind macht oder der Partner bockig ist oder schlecht gelaunt ist oder und, oder ob die Frau gut gekocht hat, alles nichts mit der Liebe zu tun. Du fängst auch zu grinsen. Es ist in unserem Alltag und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns beobachten, wir gegenüber beobachten, zu uns ehrlich sind und zum anderen ehrlich sind. Und dann kann die Liebe wirklich fließen. Und natürlich, im Ursprung muss das bei sich selbst aufgelöst werden. Ursprung vor über 720 Jahren. Und wir dürfen es jetzt auflösen. Sehr schön. Und ich freue mich, euch zu helfen, das im Ursprung aufzulösen. Und wenn jeder in seine wahre Liebe kommt, es gibt doch kein größeres Geschenk wie die wirkliche Liebe. Und keine Erwartungshaltung ans Kind, an die Frau, an den Mann oder sonst was. Das ist jetzt auch unsere Zeit. Wir haben jetzt diese Zeit und wir haben diese Enge von außen bekommen mit diesen Regeln, dass wir innen erwachsen werden, dass wir innen erblüht.
Ja, erblühen, falsches Wort, erblühen. Und da freue ich mich, euch zu begleiten.